Mein Name ist Sophie, ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Steglitz-Zehlendorf bzw. Lichterfelde West. Ich bin Frieda, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Berlin-Wilmersdorf. Ja, ich bin Darian, 16 Jahre alt und bin auch geboren in Berlin, in Tempelhof. Mein Name ist Nushin, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Charlottenburg. Ich bin Samira, bin 15 Jahre alt und wohne in Berlin und ich glaube, ich bin das jüngste Mitglied in der Runde. Die Berliner Jugendjury ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, wo Jugendliche, die ehrenamtlich sich engagieren, ihre Projekte vorstellen können und im besten Fall bis zu 3.000 Euro bekommen, um dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Ein Projekt könnte zum Beispiel sein, ein Projekt über das Klima oder auch ein Theaterstück, was man eben planen möchte, wozu man eben ein bisschen finanzielle Hilfe braucht. Ich habe die Berliner Jugendjury in den letzten 2 Jahren organisiert und der nächste Schritt war einfach, dass auch Jugendliche diese Jury organisieren. Also ich finde es wichtig, dass sie einfach diese Verantwortung bekommen und für die Jugendlichen ist es auch viel cooler, ein Projekt zu gestalten von Jugendlichen für Jugendliche. Also grundlegend, ich finde es halt sehr wichtig, dass das eben von Jugendlichen kommt, dass es eben so ein komplettes Jugendding ist. Da Jugendliche eine ganz andere Ansicht auf die Welt haben. Sie sehen viele Dinge einfach anders, weil wir einfach im Jetzt leben und jetzige Probleme besser wahrnehmen können. Ich habe mich dafür entschieden mitzumachen, weil ich das Projekt an sich mega cool finde und ich gerne die Beteiligung bei Jugendlichen sehe und das auch gerne unterstützen möchte. Ich finde es cool, dabei mitzumachen, weil es einfach total auf Augenhöhe ist und man anderen Jugendlichen einfach helfen kann, die tolle Ideen und Ansichten haben. Ich engagiere mich bei der Jugendjury, weil ich gerne anderen Menschen helfe, sich durch Partizipation und Engagement an ihre Ziele zu kommen. Ich finde es eine total wichtige Sache, weil ich selbst aus Erfahrung sagen kann, dass es nicht immer einfach ist, für eine Jugendgruppe Projekte durchzusetzen und die umzusetzen. Vor allem, weil es in meisten Fällen an den finanziellen Mitteln liegt, die man einfach nicht hat. Und ich finde, dass Engagement total wichtig ist und gebraucht wird und gefördert werden muss in Berlin. Und jedes Engagement ist wichtig, egal zu welchem Thema. Und es sollte nicht an den finanziellen Mitteln liegen, gute Ideen umzusetzen. Ich finde, es kann eigentlich alles sein, beziehungsweise wüsste ich nicht, warum in einigen Bereichen Jugendliche weniger gefragt werden sollten als in anderen. Meine Superkraft wäre Gerechtigkeit, da ich einfach ein sehr gerechter Mensch bin und das Geld in dieser Runde gerecht aufteilen möchte. Wenn ich eine Superkraft hätte, jemand, der riesig werden könnte, also ich würde einfach so wachsen, weil ich ja für Social Media zuständig bin und das heißt, ich bin immer überall. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, dann wäre es vermutlich Gedanken lesen bzw. Leute einfach direkt einschätzen zu können, weil das einfach in vielen Dingen sehr sinnvoll sein kann, gerade bei Leuten, die vielleicht ein Problem damit haben, sich im ersten Moment wirklich komplett zu öffnen. Also am liebsten würde ich gerne einen Überblick über alle verschiedenen Punkte eines Projektes haben, weil ich das als ziemlich schwer und ziemlich anstrengend empfinde. Meine Lieblingssuperkraft wäre, glaube ich, die Gerechtigkeit. Ich finde es einfach wichtig, dass jeder Mensch gleichberechtigt wird.